Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir machen ein weiteres Mod-Vorstellungsvideo hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar die gute Mace Windu Mod. Und jetzt werden manche sagen, hey, warte mal, eine Mace Windu Mod, die hattest du doch schon mal. Das stimmt, aber es hat sich mittlerweile ja viel getan in dem Spiel. Es sind neue Assets dazugekommen, es sind neue, ja, Helden dazugekommen. Und daher kann man ja auch die verschiedenen Klamotten und so weiter von den Helden nutzen. Und das wurde hier auch gemacht. Und zwar von Obi-Wan. Ist jetzt hier ein Placeholder oder ein Ersetzer von Obi-Wan, halt ein Replacer so gesehen. Von Obi-Wan, dieser Mace Windu. Und er sieht eigentlich sehr, sehr cool aus, oder? Mir gefällt es sehr gut. Hat natürlich hier sein violettes, lilafarbenes Lichtschwert. Und hat jetzt auch die Klamotten von Obi-Wan bekommen. Passen natürlich auch zu Mace Windu, denn er kämpft ja in Episode 2 in der Arena, kämpft er ja in dieser Montur. Wir erinnern uns, da taucht er hinter dem Count Dooku auf und sagt, die Party ist vorbei. Dann wird er von dem guten Jango Fett mit dem Flammenwerfer angegriffen, schmeißt dann seinen Umhang so in der Luft nach hinten weg und kämpft dann in dieser Montur. Also das wäre auf jeden Fall passend. Vom Gesicht her, naja, gut, ne? Die müssen natürlich irgendein Gesicht nehmen, was schon im Spiel drin ist. Wir können jetzt hier nicht irgendwie Samuel L. Jacksons Gesicht irgendwo nachformen. Aber es sieht ja ansatzweise ganz gut aus, finde ich persönlich. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Haben sie ganz gut getroffen. Der Lichtschwertgriff ist natürlich in diesem Fall hier der von Obi-Wans Lichtschwert. Ist natürlich dann auch nicht ganz akkurat. Aber ansonsten, also die Sachen, die sie treffen konnten mit dieser Mod, ich finde, sie haben sie getroffen. Was sagt ihr zu dem Aussehen davon? Und natürlich auch, hättet ihr denn gerne einen Mace Windu im Spiel? Ich persönlich bin ja großer Fan von Mace Windu und ich hätte ihn tatsächlich auch sehr gerne gesehen irgendwo. Wie kämpft er denn hier? Der kämpft wie Obi-Wan, okay. Ich hätte ihn ganz gerne gesehen, denn er hat natürlich sehr interessante Sachen, sowohl im Legends als auch im Kanon-Bereich. Hat er coole, interessante Fähigkeiten. Also beispielsweise sein Lichtschwertkampfstil ist natürlich das Vapart, was in diesem Fall... Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie das aussieht. Das sieht auch cool aus, ey. Super. Super cool. Was in diesem Fall natürlich hätte man... man hätte einbauen können. Das wäre natürlich ganz cool. Wäre natürlich frisch, wäre natürlich neu. Und vielleicht kommt er ja auch schon noch, ne? Also wer weiß. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er nicht kommen würde, aber wäre natürlich cool gewesen, wenn man ihn eingebaut hätte bisher schon. Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut. Ansonsten im Legends-Bereich hat er solche Fähigkeiten wie zum Beispiel das Force Crush. Das führe ich da immer an. Damit kann er so innere Organe oder ähnliches zerdrücken. Das hat er gemacht in Star Wars Clone Wars, was jetzt nicht The Clone Wars ist, nicht die Animationsserie, die ihr jetzt alle denkt, sondern Star Wars Clone Wars war eine Zeichentrickserie, die vor The Clone Wars gezeigt wurde und die so ein bisschen... Ja, ebenfalls die Charaktere da aufgeführt hatte. General Grievous, Ventress und Co. kamen da schon vor. Da war ihr Ursprung. Und da hat der gute Mann hier den Force Crush eingesetzt gegen den fliehenden General Grievous und ihm damit seine Lunge zerdrückt. Und deswegen hat er dann angefangen zu husten. Das war im Legends-Bereich eine ganze Zeit lang dann die Erklärung, weshalb der gute General hustet. Und das fand ich auch immer ganz cool, dass man so eine Fähigkeit einsetzen oder einbauen hätte können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die in irgendeiner Form im Legends nochmal aufgetaucht ist, die Fähigkeit. Das können gerne Leute sagen. Ansonsten könnt ihr gerne mal sagen, was haltet ihr denn von dem guten Mace Windu? Würdet ihr den gerne als Helden haben? Und natürlich, welche Fähigkeiten hättet ihr denn bei euch? Das wäre natürlich auch eine Frage. Also wie gesagt, Vapart könnte man in irgendeiner Form einbauen. Das wäre natürlich allgemein sein Lichtschwertkampfstil. Oder er kämpft in einem normalen Lichtschwertkampfstil und kann dann halt das Vapart kurzzeitig einsetzen. So ähnlich wie Duelist oder wie die Fähigkeit heißt bei Count Dooku. Dass er dann halt kurzzeitig mit einem anderen Lichtschwertkampfstil kämpft und dann vielleicht stärker ist gegen, ja, beispielsweise dunkle Machtanwender in irgendeiner Form. Dass man das irgendwo einbauen kann, dass es aber auch gebalanced bleibt. Ich weiß es nicht genau. Da könnt ihr natürlich gerne mal euren Gedanken freien Lauf lassen. Und natürlich könnt ihr auch sagen, welchen Skin würdet ihr euch denn wünschen oder welche Skins? Offensichtlich wäre natürlich dieses Outfit hier als Standardskin und dann mit Umhang als Bonus-Skin, ne? So wie das auch Obi-Wan beispielsweise hat oder auch Anakin. Und das könnte man natürlich direkt bei ihm so auch einbauen. Wäre natürlich super geil. Und ansonsten, ich finde dieses violette Lichtschwert, es passt halt einfach so cool ins Spiel rein. Das sieht super geil aus. Es wäre nochmal so eine ganze... ganz tolle optische Abwechslung zu den bisherigen Lichtschwertern. Wir haben halt nur die, in Klammern, drei Standardfarben, die es bei den Lichtschwertern so gibt, ne? Rot, Blau und Grün und vielleicht dann halt noch Kylos Lichtschwert als Besonderheit, weil es halt so ein bisschen, ja, Sparks verschießt halt, ne? Es ist so ein bisschen, ja, diese Funken in die Luft wirft. Aber hier mit so einem Violetten wäre schon nicht schlecht, fände ich. Wäre schon nicht schlecht. Was sagt ihr zu dem guten alten Mace Windu? Hättet ihr ihn gerne im Spiel? Hättet ihr ihn vielleicht sogar lieber gehabt als den Anakin oder so? Das wäre natürlich auch noch eine Frage. Dass ihr sagt, ah, Mace Windu, der hat doch eigentlich ganz coole Sachen. Den hätte ich vielleicht ein bisschen lieber gesehen als Anakin. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's mit dieser kleinen Vorstellung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.